In diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du ein Backup erstellen kannst und einmal kurz über die Lizenzen sprechen bei DJ Studio. Denn da ist es so, dass wenn du den Code einmal kaufst oder das Produkt einmal kaufst und diesen Code hast zur Aktivierung, dann kannst du das sowohl auf einem Mac als auch auf einem Windows-PC nutzen und zwar gleichzeitig, also auch wirklich gleichzeitig. So wie ich es jetzt auch hier tatsächlich gerade mache, um dieses Video zu zeigen, wie man ein Backup erstellt. Und dazu kommen wir jetzt, denn du kannst nämlich deine Mixes und so weiter auch exportieren und dann ja zum Beispiel auf einen anderen PC mit rübernehmen oder, keine Ahnung, woanders drauf weiterarbeiten. Und das geht ganz einfach und dafür schauen wir uns einmal DJ Studio an. Ich schalte da jetzt einmal rüber und genau, das ist jetzt DJ Studio auf meinem Windows-PC. Und wir machen das jetzt mal folgendermaßen, dass wir jetzt nicht nur einen einfachen Mix nehmen, den wir jetzt übertragen. Nein, ich habe hier sogar einen YouTube-Mix erstellt, beziehungsweise einfach jetzt mal testweise, der nennt sich hier zum Beispiel Andre Records. So, und das ist ein im Prinzip ja noch nicht mal lokale Dateien, die ich genommen habe, sondern nur was von YouTube. Und auch das kann ich zum Beispiel exportieren oder als Backup speichern, irgendwo mit anders hinnehmen und dort weiter bearbeiten. Ich will dir das nur zeigen als Extrembeispiel. Es ist wahrscheinlich nicht die Regel, YouTube-Videos zu nutzen, sondern eher die Ausnahme. Aber ich zeige dir das anhand diesen Beispiels das einmal, weil das ist ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn mit normalen Songs oder Mixes, wie wir hier zum Beispiel sie hier oben sehen, funktioniert das natürlich auch. So, und wie erstellst du jetzt ein Backup? Dazu gehst du einmal auf den jeweiligen Mix einmal drauf und dann siehst du hier oben neben Open, Edit, Duplicate auch Backup. So, und dann gehst du einfach nur auf Backup, dann fragt er dich nochmal ab, möchtest du das erstellen? Ja klar, gehst du hier nochmal auf Backup, dann dauert das einen kleinen Moment, dann erstellt er das Backup und dann öffnet er in der Regel den Ordner, wo das Ganze drin ist. Hier zum Beispiel sehen wir, das ist die Datei, die DJS-Datei schon drin. Hier ist zum Beispiel der andere Mix aus meinem anderen Video, zum Beispiel, das habe ich da auch mit rübergenommen, funktioniert auch. So, und diese Datei, die ist je nachdem unterschiedlich groß. Diese Datei mit, sag jetzt mal, physischen Songs, ja, also Songs, die auf der Festplatte sind, ist jetzt ungefähr 60 MB bei 3 Songs. Das hier ist natürlich jetzt aus dem Internet gegriffen. Das sind ja keine physischen Songs sozusagen, physischen Anführungszeichen, sondern die sind ja im Internet. Deswegen ist die Datei relativ gering mit 216 KB. So, die nehme ich jetzt und übertrage die jetzt auf meinen anderen PC, auf meinen Mac zum Beispiel. Ich schicke mir das jetzt einfach mal per E-Mail zu. So, ich habe mir das Ganze jetzt übergespielt. Es ist jetzt auf dem neuen PC angekommen. Ich bin auch schon direkt auf dem neuen PC in DJ Studio drin. Und hier geht das Importieren ganz einfach. Da geht man auf Create New Mix und dann sagt man einfach Import. Du kannst auch, wenn du hier quasi oben drauf gehst, auch sagen File und Import Mix. Das ist im Prinzip das Gleiche. So, und dann geht er natürlich automatisch schon mal in den Ordner rein. Also wenn ich auch hier rüber mache, passiert genau das Gleiche. Ja, es öffnet sich irgendein Ordner. Dann sucht man natürlich den Ordner, wo das Ganze ist. Hier ist das Ganze. So, da geht man hier einmal drauf, sagt Import. Und zack, schon ist mein ganzes Set in DJ Studio drin. Und das in jeder Version, wo ich es brauche. Also ich habe es hier direkt, kann es direkt bearbeiten, abspielen und so weiter und so fort. Ja. Also so schnell und einfach kannst du Backups erstellen und wie gesagt, das Ganze halt auch plattformübergreifend nutzen.